Guten Morgen, guten Morgen. Die Sonne scheint so wundervoll, aber mein Dingens blinkt. Es kann also sein, dass es gleich verschwindet. Es ist so schön heute. Es sieht zwar ein wenig wüst bei uns aus, aber das Kind ist schon in der Schule. Ich habe schon alles abgegeben, was ich abzugeben habe. Und ich habe schon das Buch gepackt für die Julia, beziehungsweise für die Tochter von der Julia. Und dann werde ich das gleiche nämlich zur Post bringen. So, für die DVDs habe ich leider immer noch keine Adresse. Also wenn du das liest, dann schick mir die bitte. Ich habe eine Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht, ob die angekommen ist. Und die andere DVD ist immer noch da. Wenn sich keiner darauf meldet, dann... Ach, weißt du was? Es meldet sich sowieso keiner da drauf und deswegen kriegst du zwei DVDs. Hast du ein Glück. Also ist damit jetzt weg. Alles weg. So, und ich werde hier gleich wischen, staubsaugen, was man so tut den Morgen über, ne? Und den Mann wecken. Den natürlich auch. Aufstehen. Spät ist das Wort. Es ist 20 vor 9. Ja. Ja. Jetzt habe ich doch gerade schon wieder meine E-Mail-Liste durchgeguckt und wieder sowas Dubioses gefunden. Von der Bank Payment GmbH. Ich finde das immer extrem erstaunlich. Also die, mit was für einem Mist die versuchen einen zu betrügen. Ne? Also, dass ich angeblich eine offene Rechnung hätte und dass ich das ja noch bezahlen soll und zwar unverzüglich und was weiß ich. Und also ich habe die sofort gelöscht. Ich habe zwar die reine E-Mail geöffnet, aber nicht diesen Anhang. Das ist, also, ja. Ich meine, wir wurden ja gerade erst, oder man hat ja gerade erst versucht, mich zu betrügen, ja. Man hat ja versucht, bei eBay so Google Play Cards zu kaufen, über meinen Namen und meine E-Mail-Adresse und so weiter. Aber das hat alles nicht funktioniert, weil die nicht in mein PayPal-Konto reinkamen. Beziehungsweise auf meinem PayPal-Konto war kein Geld. Und wenn man kein Geld drauf hat, dann wird das irgendwie von meinem Konto abgebucht. Aber das hat nicht funktioniert. Also ist der damit auf die Schnauze gefallen. Ja, und jetzt hatte ich schon wieder so einen hübschen Brief da, um ja dann halt irgendwelche fiese Software installieren zu lassen von denen, wenn man da auf diesen Anhang klickt. Ne? Mein Mann, dein Handy klingelt seit 5 Minuten oder so. Du sollst aufstehen. Ja. Allerdings habe ich gerade überlegt, ich hatte ja alle meine Passwörter geändert. Ich weiß nur nicht, ob mein Mann auch seine ganzen Passwörter geändert hatte. Also sollte er das vielleicht gleich auch nochmal tun. Das ist immer so ärgerlich. Das ist immer von einem was wollen. Schlimm. Und wie gesagt, niemals solche Dinger öffnen. Immer rausschmeißen. Jemand, der was von euch will, der würde einen Brief schreiben dann. Er bewegt sich nicht. Er bewegt sich nicht. Und ich habe gegoogelt. Ganz wichtig, man soll gucken, was für ein Anhang das ist. Also diese ganzen ZIP-Dateien, die kann man gleich löschen, denn die meisten würden, oder sollte man gleich löschen, denn die meisten, wenn das offiziell wäre, würden eine PDF-Datei schicken und keine ZIP-Datei. Da habe ich eben nochmal nachgeguckt, das ist eine ZIP gewesen. Also immer schön vorsichtig im Internet. So, dann fahre ich jetzt mal los zur Post und noch einkaufen und Stefan wegbringen und dann... ist das nächste Buch auf dem Weg zu euch. Was ich noch sagen wollte. Ich verschicke ja nur als Büchersendung oder als Warensendung. Es wäre also ganz praktisch, wenn ihr mir irgendwie zukommen lasst, ob es denn auch angekommen ist. Es kann ja auch sein, dass es verloren gegangen ist oder so. Ja. Und dann mache ich mich jetzt auf. Nachdem ich jetzt hier den halben Tag rumgegammelt habe und den halben Tag das gemacht habe, was ich heute Morgen gesagt habe, werde ich jetzt Stefan erstmal abholen. Der hat jetzt Pause und dann fahren wir hoffentlich noch in den Laden. Ich wollte gucken, ob die Erdbeeren da schon schmecken. Also ich wollte welche kaufen und dann gucken, ob sie schmecken. Nicht im Laden gucken, ob sie schmecken. So, dann könnten wir schon die Ginny abholen vom Bus. Wahnsinn, das ist so warm hier draußen. Ich dachte ja, es wäre, also es hat eben geregnet und ich dachte, der Wind und so, es wäre jetzt voll kalt, aber es ist sowas von warm. Ich hätte die Jacke auch gleich auslassen können. Und wir haben auch wundervolle 25 Grad. Und kleine Vögel da unten überall, die sitzen immer neben dem Auto und picken da rum. Das sieht man so nicht.
Wo ist das Viech? Sind sie denn? Da! Guck nicht so grantig. Ich bin gerade ins Auto gestiegen. Du hast jetzt Pause. Ja, normalerweise verlasse ich fluchtartig diesen Parkplatz. Wieso? Glaubst du, ich zerrt einer aus dem Auto, damit du was tust? Oh, dein Chef kommt. Ja. Der Wind weht und die Gänseblümchen. Mal angucken, wie es hier weht. Oh, der Baum. Es ist richtig windig. Und wir haben unsere Erdbeeren gekriegt. Lecker. Und dann noch das und das. Die waren richtig günstig. Die kosteten nur 99 Cent. Die Packung, also da kann man nicht meckern. Ja, jetzt gehe ich erstmal kurz in unseren Garten, damit da alles so vonstatten geht. Kriegst du alles mit? Dann nehme ich die gleich mit. Ja, aber die Welt, ne? Das ist das Wichtigste. Und jetzt fällt dir schon die Hälfte runter. So, reingehen. Jede Menge Brennnesseln, wie immer. Aber die Hecke ist ja schon wieder richtig grün. Also da, das sieht so richtig gut aus. Alles dicht. Naja, die andere Seite nicht und der Flieder blüht. Wo ist hier denn? Oh, und der riecht bestimmt schon wieder richtig gut. Ich liebe den Geruch von Flieder. Oh ja, manche finden das ja eklig, ne? Aber ich finde den auch toll. Oh, Brennnessel. In meinem Lavendel, wie frech. Wie frech. Aber ansonsten, und da hinten wieder Wildwuchs, ne? Aber wir werden sowieso morgen Rasen mähen und dann muss alles wieder weg. Aber Erdbeerblüten gibt's. Erdbeerblüten jede Menge. Sehr schön. Und Kletten. Und da alles voll. Also die Regengüsse. Und schon wieder eine neue Blüte. Rhabarber. Die mache ich jetzt auch mal raus. Jetzt habe ich kein Messer, was natürlich blöd ist. Aber ich nehme das einfach mal raus. Das macht der Pflanze nichts. Komm schon. Stefan ist ja so gemein. Haben wir gerade die Erdbeeren probiert und die sind wirklich gut. Da sagt er doch, das ist aber nichts für Genie, ne? Genie liebt Erdbeeren. Die sind so süß, da kann man einfach ohne zu zuckern ein bisschen Sahne draufhauen und dann sind sie fertig. Haben wir noch Sahne? Da oben. Das ist aber so. Ach doch, Schlagsahne. Ich denke mal, es wäre saure Sahne. Nee, das ist wir haben Sahne. Wir haben sogar zwei Packungen Sahne. Das siehst du, haben wir ja Sahne. Was ein Glück. Gibt's nachher Erdbeeren mit Sahne. Und Himbeeren. Und Himbeeren. Die Himbeeren sind auch Blaubeeren sehr gut. Mit Sahne. Stefan hat die Himbeeren schon probiert, die schmecken gut, das war. Und die Blaubeeren auch. Ich glaube, wir müssen jetzt mal Genie abholen. Ja. Wir sind wieder zu Hause. So, und die Genie kriegt eine Überraschung in der Küche. Ah, Himbeeren, Erdbeeren, wow. So, damit kann man die immer glücklich machen. Und wir haben Post. Und dann guckt man da so drauf und denkt, oh, das ist irgendwas Offizielles. Ja? Weil sonst, ne, ist immer nur Werbung bunt und so, dann dreht man es um. Noch mehr Werbung. Alles Werbung. Offizielles kriegt man doch gar nicht mehr per Post. Ah, nein? Nee, SMS. SMS. Das Genie-Kind ist jetzt endlich im Bett und ich habe Freizeit. Da bin ich auch immer sehr froh drüber. Die ist wirklich sehr, sehr ruhig. Eigentlich kommt ganz selten irgendwas noch von ihr abends. In seinem Bett ist manchmal natürlich, Mama, ich habe Durst, aber sonst ist sie eigentlich ganz ruhig und friedlich. Geht um 8 Uhr ins Bett, beziehungsweise 8:30 Uhr. Und dann habe ich Ruhe. Und dann kann ich meinen Film gucken. Oder Serie oder was auch immer. So, und morgen kann ich schon wieder neue Erdbeeren kaufen. Die sind alle weg. Wir hatten ja 2 Schalen Erdbeeren, die sind alle. Wir hatten 3 Schalen Himbeeren, davon ist noch eine halbe übrig, während Ginny 1,5 ganz alleine gegessen hat. Und die, wie heißen sie? Die
die Blaubeeren, die Heidelbeeren, hat sie einfach ganz allein gegessen. Naja, fast ganz allein. Also es sind 250 Gramm, glaube ich, drin gewesen. Und ich glaube, Stefan und ich haben uns 50 Gramm geteilt. Und die Dini hat den Rest verputzt. Ich hatte die alle gewaschen, habe die dann so schön in eine Schale gelegt und in der Küche stehen gelassen. Das war ein großer Fehler. Dann komme ich irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Minuten später wieder in die Küche. Ich habe irgendwie was rumsen gehört. Komme ich in die Küche, gucke auf den Tisch. Wo habe ich denn die Heidelbeeren hingestellt? Ich so, Ginny, wo sind denn die Heidelbeeren? Die habe ich gegessen. Ich so, wie bitte? Die ganze Schale hat sie gegessen. Frechdachs. Können wir die also morgen auch wieder besorgen, aber die waren echt gut. Oh, die waren so richtig reif und richtig gut. So, und jetzt werde ich, wie gesagt, meinen Film weiter gucken. Und schön still sein. Ne? Stefan kommt auch so in anderthalb, zwei Stunden oder drei Stunden wieder. Ja, mal sehen, wie das noch heute wird. Oder ich lese mein Buch weiter. Ich bin beim nächsten, was ich mir gekauft hatte schon. Das andere habe ich durch, das war sehr gut. Jetzt bin ich halt die geheime Macht der Psyche. Das scheint ein älteres Buch zu sein. Nur nochmal neu aufgelegt. Aber sehr spannend. Der Mann ist wieder da. Und ich sage jetzt gute Nacht und räume den Platz am Computer, damit er da wieder dran kann, eine langweilige Stadt machen. Ja, oder machst du was anderes? Aber ich mache auch, ich erschlag auch fürchterliche Dämonenmonsterwiesen. In was für ein Spiel? Diablo. Ist das nicht schon älter? Ja. Ich habe dir doch schon mal gesagt, wenn ich Computerspiele kaufe, dann lohnt sich das meistens. Ich denke mir das sehr genau aus und dann wird das mehrere Jahre gespielt. Das ist allerdings wahr. Mein Mann ist da sehr, also der spielt alles ewig lang und drei Tage. Das verstehe ich nicht. Der hat sowieso schon manchmal so langweilige Spiele und dann kann er das jahrelang spielen. Das ist für mich ein Unding. Rekord so wie Anno war immer und noch der DSF-Fußballmanager 98, den ich noch Jahre. Oh, weiß ich gar nicht, wann 2008 kam, war der, glaube ich, oder noch danach. Wie langweilig. Wurde der mitunter angeschmissen und getan und gemacht. Also es gibt nichts Langweiligeres als so einen komischen Fußballmanager. Das ist dieses Gepfeife da drin von dieser Trillerpfeife, das hat mich irre gemacht. Ja, findest du lustig, ne? Oh, schrecklich. So, dann ja, weil man hat dann ganz schnell vorgespult auf das 16-fache und dann ging halt ein Spiel, also ein Spieltag, während die gegeneinander gespielt haben, ging dann ein paar Sekunden und das Pfeifen wurde nicht abgestellt, sondern hat dann immer halt ganz oft hintereinander gepfiffen, immer wenn was passiert hat und so. Das war so langweilig und so schrecklich und so laut. Die Musik war cool. Die Musik war cool? Na, auf zu singen, das darf man hier drauf nicht. Oh. So. Also, gute Nacht. Gute Nacht.